die sind schlau und die haben angefangen, sich um ihr Leben zu kümmern. Ne? Ja, guten Abend. Knacki? Anwesend. Ah, das ist ein Rieck, was du denn machst, ne? Was mache ich? Ein Rieck. Was für ein Rieck mache ich hier? Ich bin gerade live. Ah, ich wollte mich noch melden, ich bin Bessie und ich wollte mal anrufen, damit überhaupt jemand anruft. Ich habe den Streamton ausgestellt. Ach, die Bessie ist da. Bist die Bessie, wie geht's dir? Mir geht's gut, ich wollte nur mal anrufen, damit sich überhaupt mal jemand traut. Ach, nein. Ist ja gerade hier Krisenstimmung, also es geht hier nicht um Trauen. Nein, Gottes Willen. Ich habe bloß den Ton bei YouTube jetzt ausgestellt, damit ich mich hier nicht doppelt höre oder so. Siehst du, du bist erfahren, wir machen das ja schon ein paar Jahre zusammen, weißt du ja, ne? Jo. Ja, die meisten kennen das. Der Knacki, da kann man jetzt anrufen. Bei mir konntest du vor 6, 7, 8 Jahren schon anrufen, also das ist nichts Neues hier. Da könnte man anrufen. Wir haben uns auch, glaube ich, schon ein oder zweimal unterhalten über Telefon oder ja, so. Ja, da war die eine Nummer, wo dein Mann mit dem Rasenmäher draußen war, der verhaftet wurde. Also, ich sage, schön, dass du wieder da bist. Gut ist. Schön, dass du gut aussiehst und dass du die Scheiße Mist nur mit dem Knast überstanden hast. Ach, na klar. Richtig Kerl, auch nichts auszusorgen. Wie geht's dir? Wie geht's bei dir jetzt so weiter? Singelt? Scheiße. Fällt zwar schwer. Fällt ganz völlig schwer, was mir hier passiert. Im Januar meine Mutter verstorben, im Juni mein Mann. Darf ich indiskret sein? Darf ich mal ein paar Fragen stellen? Darfst du. Woran ist der Mann gestorben? Schnell, langsam, irgendwie, was weiß ich, beim Duschen umgefallen, tot oder wie? Er war nicht geimpft, sage ich gleich mal für alle Hater dazu. Er ist ins Krankenhaus gekommen, er konnte sich nicht mehr bewegen innerhalb von ein paar Tagen, nicht mehr laufen und so weiter, nicht mehr aufrecht sitzen, kaum noch zur Toilette gekommen. Wir haben Krankenwagen gerufen und er ist angeblich an einer schweren Herzkrankheit verstorben. Und an einem doppelten Herzinfarkt, der konnte nicht wiederbelebt werden. Okay. Also im Prinzip, wie lange hat das jetzt gedauert? Was weiß ich, montags rein, dienstags tot oder wie? Freitags rein, sonntags tot. Ja, aber das hat jetzt aber nichts mit der Impferei zu tun, oder? Nein, es hat nichts mit der Impferei zu tun. Wir sind absolute Impfgegner. Okay. Ja, da muss auch jeder... Angeblich hat er einen ganz, ganz schweren Herzfehler gehabt, der bei unserem Hausarzt nicht bekannt war. Wer weiß es. Ich weiß nochmal nach, ich habe die Diagnose gesehen. Es war wirklich ein doppelter Herzinfarkt, den er hatte. Okay. Wie alt ist er geworden? 69. 69. Im Mai. Und wir waren 17 Jahre zusammen. Immerhin. Wie lange? 17 Jahre. 17 Jahre, ja, das ist auch ein Ende. René Villa auch 69, ne? Mhm. Und dem haben sie auch die Birne matschig gehauen, ne? Vorher noch. Ja, was soll ich dazu sagen? Also der erste Impuls ist gewesen, dass ich gesagt habe, ich wäre schon mal froh, wenn ich 69 werden würde. Also, das steht ja. Ja, wenn du so alt wirst, wieder aussiehst, dann schaffst du das bald. Boah, kleiner Scherz am Rande. Das sind die Berliner, wie große Fresse. Ja. Ja, aber so kannst du nur mit Leuten reden, die schon ein paar Tage kennst. Ne? Sonst ist um Gottes Willen. Genau. Ansonsten würde ich mich das bei dir nicht trauen. Wollte gesagt, mach das nicht mit Fremden. Um Gottes Willen. Panda, danke schön. Da schickt mir wieder jemand Geld, das ist super. Ja, das Schlimme ist dieser scheiß Tod, ne? Ich glaube, das gehört zu unserem Alter. Wie alt bist du jetzt, wenn ich mal ins Gesinde? Ich werde 59 nächstes Jahr. 59, dann bist du ja noch ein junger Hüpfer unter 60. Ja, mein erstes Auto war ein Streitwagen. Sehr gut. Beastie. Ich danke übrigens allen für euer Beileid. Ach, danke. Ich weiß, das sagt sich immer einfach, das Leben geht weiter, aber ich glaube schon, dass du vielleicht noch Bock hast, ein bisschen was zu erleben. Ne? Also häng dich nicht so nur in die Trauer rein, auch wenn es doofer Ratschlag ist. Tut weh, aber auch der Schmerz vergeht. Du, mit der Geburt stand fest, dass wir sterben. Die Frage ist halt noch an. Ich weiß, ich habe eine Kerze für ihn angezündet, er ist über einen Regenbogen gegangen und irgendwo glaube ich auch irgendwo, dass er als irgendwo wiederkommt. Ich glaube ein bisschen an Reinkarnation, dass man nicht als Mensch wiederkommt unbedingt oder so, dass man irgendwo wieder geboren wird, dass die Seele, wenn sie gut ist, irgendwo wiederkommt auf die Erde und könnt ihr mich alle auslachen, ich glaube da dran. Ich glaube auch an sowas, ne? Energie geht nicht verloren, die wechselt nur in Zustand.
Menschen, ist alles Energie, ne? So, und das Fazit auch schon. Ich möchte mich verabschieden und ich hoffe, dass ein paar Leute noch anrufen bei dir und ich höre dem oder ich lausche dem Chat und dir weiter zu. Werd dir alles Gute wollen. Bis dahin, dann ciao. Tschüss, danke dir.